Guten Abend, liebe YouTube-Freunde. Vor doch schon geraumer Zeit habe ich angekündigt, etwas über den doch sehr bekannten Vollverstärker Revox B251 zu machen. Das beginnt jetzt mit diesem Teil zunächst in einer allgemeinen Vorstellung des Gerätes und einem kurzen Blick ins Innere. Danach kommt ein Teil, wo ich die Störungsschwerpunkte erkläre und Reparaturhinweise gebe. Das Gerät, was wir hier vor uns sehen, ist eins von meinen beiden 2. Ich habe also 2 B251. Diesen hier habe ich überholt, so wie es Revox in Löffingen durchführt. Das heißt, das ist der Maßstab der Dinge. Bei meinem zweiten B52 habe ich mir das etwas einfacher gemacht. Auf die Details werde ich euch aber hinweisen, weil diese Instandsetzung hier ist doch etwas aufwendig und nicht unbedingt so erforderlich, wie es hier gemacht wurde. Auch nicht immer zielführend. Aber da komme ich dann im Detail dazu, wenn wir uns das auf der Verstärkerplatine ansehen. Ja, diese Geräte kommen aus den 80er Jahren. Das heißt, dieser hier ist von 1984. Da machte sich ja gerade die CD-Player-Welle breit. Und dementsprechend waren auch die Konstruktionsprinzipien dieses Verstärkers auf die hohe Dynamik der CD und der neuen CD-Player ausgelegt. Seine Besonderheiten sind eine Stromversorgung durch ein Schaltnetzteil, das ich in dieser Form nirgendwo wieder gesehen habe, mit einer unglaublichen Cleverness und trotzdem Einfachheit konzipiert, hochzuverlässig. Mit exzellenten Werten. Es gab damals so ein bisschen einen Aufschrei in der einschlägigen HiFi-Presse, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ein HiFi-Gerät mit einem Schaltnetzteil arbeitet. Die lange Einsatzzeit dieses Gerätes, dieses Typs und die vielen noch im Betrieb befindlichen zeigen, dass das absurd war. Ich werde auch gleich noch da im Detail ein bisschen drauf eingehen. Ja. Neben dem Schaltnetzteil bietet dieser Vollverstärker eine vollelektronische Signalquellenumschaltung und verfügt im wahrsten Sinne des Wortes über grandiose Kanaltrennung und grandiose Übersprechdämpfung. Das ist wirklich unglaublich. Und jetzt kommt's. Jeder kann sich ausrechnen, dass das Gerät hier jetzt fast 40 Jahre auf dem Buckel hat. Da kratzt nichts, da scheppert nichts. Da arbeitet alles einwandfrei und das führt auch nachträglich so viele Bedenkenträger ad absurdum. Denn Geräte aus diesem Alter haben ansonsten mit Sicherheit eine komplette Potentiometer- und Schalterkur hinter sich. Und selbst wenn die gut gemacht worden sind, die Reparaturen, können die fast nie mehr den Werkswert erreichen. Das ist hier kein Thema. Zum Klang möchte ich sagen, dass ich den Verstärker selber viele, viele Jahre im Einsatz hatte. Und zwar an einem Lautsprecher der leider erloschenen Essener Lautsprecherschmiede IQ. Mag sich der eine oder andere noch daran erinnern. Ist aber schon sehr, sehr lange aufgelöst, der Verein. Hat aber damals sehr gute Lautsprecher gebaut. Und ich habe sie heute sogar noch im Wohnzimmer stehen, in der Ecke. Ich hatte die Trend 3, ein Passivlautsprecher mit einem sehr guten Klang und einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich war mit dem Lautsprecher sehr zufrieden über viele, viele Jahre. Ja, das zum Background. Der Klang dieses Verstärkers, ja, ich bin nicht so ein Freund von irgendwelchen subjektiven Einklassifizierungen, aber ich möchte doch sagen, auf den trifft es zu. Er hat einen warmen, sehr ausgewogenen Klang, also sehr, sehr angenehm. Er betont keine Frequenzbereiche außergewöhnlich und deshalb kann man mit diesem Verstärker wirklich jahrelang glücklich sein
Und leistungsmäßig ist es schwer, den an seine Grenzen zu kriegen. Das ist definitiv so. Jetzt werdet ihr euch natürlich die Frage stellen, was hat der Jörg heute? Ja, heute werkelt bei mir eine Kombination, die meiner Meinung nach noch ein klein Deut besser ist. Das hat aber mit dem Materialaufwand zu tun. Es gibt nämlich von dem B251 ein ganz seltenes Exemplar. Es gibt einen Vorverstärker. Das ist der B252, also 252. Der ist fast identisch und baugleich. Dem fehlen selbstverständlich die Endstufen und er hat kein Schaltnetzteil, sondern ein normales Trafonetzteil. Ist klar, er braucht ja nur relativ wenig Energie als Vorverstärker. Aber, und jetzt kommt's, der B252 hat exzellente Treiberstufen für den Endstufenanschluss. Er hat einen Niederpegelausgang, einen Hochpegelausgang. Und wer diese Kombination mal mit der Endstufe B242 von Revox gehört hat, der wird wissen, was ich meine. Diese Kombi fahre ich jetzt, lass mich nicht lügen, 15 Jahre, glaube ich. Nein, 10 Jahre, sorry. 10 Jahre und ich werde kein Geld mehr für irgendetwas in der HiFi-Technik ausgeben. Sowas gibt es nämlich heute fast gar nicht mehr oder zu Preisen, die man definitiv nicht mehr bezahlen kann. Eine Anmerkung zum B242. Wer sich so eine super Endstufe zulegen möchte, die wird auch heute noch in gutem Zustand um die 3000 Euro gehandelt. Äußerste Vorsicht darauf bestehen, dass sie im Originalzustand sind. Wenn daran rumgebastelt worden ist, dann habt ihr den berühmten Griff ins WC. Die Endstufentransistoren sind bei diesen Boliden gepaart und ausselektiert. Die gibt es nicht mehr. War da eher eine Endstufe abgeraucht oder hat da einer nicht sachgemäß repariert, dann bringt der Verstärker seine Performance nicht mehr. Ich habe damals darauf geachtet, den ich erworben habe, aus erster Hand, unverbastelt, das war er auch. Habe die kleinen Kinderkrankheiten, die er hat, beseitigt und seitdem läuft diese Endstufe bei mir zur vollsten Zufriedenheit. Aber gehen wir wieder zurück auf den B251. Ich versuche das jetzt mal mit der Kamera einzufangen. Und zwar speise ich jetzt auf beiden Kanälen 500 Hertz ein. Ich muss mal eben den Funktionsgenerator anschmeißen. Der Lüfter ist natürlich im Hintergrund immer etwas zu hören vom Funktionsgenerator, aber da ich da mit 500 Hertz dran gehe, ich muss das mal eben alles einstellen, Frequenz 500 Hertz, 500 Millivolt Amplitude, RMS, Kanal 1, Kanal 2 gleich, beide Outputs geschaltet. So, Lautsprecher sind angeschlossen. Ich gehe jetzt mal auf den Kanal. Ihr hört das Signal, die Aussteuerung und jetzt schalte ich mal um auf Tuner und gehe auf volle Lautstärke. Das würde einer Leistung entsprechen von etwa 150 Watt an 4 Ohm. Das leistet die Endstufe problemlos und dann hört mal, ob ihr von den 500 Hertz Tonen noch irgendetwas hört. Totenstille. Und so ist es mit dem Rauschen. Es ist also hier ein Störspannungsabstand und eine Kanaltrennung, die jenseits von Gut und Böse ist. Auch nach den vielen Jahren. Auch die elektronische Lautstärkeregelung lässt sich hier zweistufig realisieren. Das heißt, hier gehe ich sehr langsam in der Stufigkeit bei der inneren Taste und hier außen bewege ich das entsprechend schneller. Das bietet leider die Fernbedienung nicht. Die hat nur eine Geschwindigkeit, aber am Gerät kann man das schön einstellen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Verstärker so alles hat. Er hat also hier an der Anzeige eine Möglichkeit, den Level für Tonbandaufnahmen und so weiter einzustellen. Das kann man justieren. Ich habe eine Poweranzeige, die ich kalibrieren kann. Ich habe natürlich die Anzeige für die Lautstärke und das Besondere ist hier, ihr könnt jeden Eingang vom Pegel her konfigurieren und abspeichern. Das heißt, gibt es Differenzen im Pegel zwischen CD-Player und Tonband oder Kassettendeck,
Dann kann man das entsprechend abgleichen. Dazu hat zum Beispiel der Tuner einen Normpegelausgang, wo man das dann vergleichsweise abstimmen kann. Der Kopfhörerverstärker ist so geschaltet, dass wir zwei Ausgänge haben mit einem entsprechenden Dämpfungsschalter. Hier ist das Schalten der Lautsprechergruppen mit Relais möglich. Also ich kann A und B schalten und A und B zusammen. Und diese Stellung ist Kopfhörer only, also Phones only. Unter der Plexiglasverkleidung befindet sich die Einstellung für die Balance. Ich sehe jetzt hier, dass ich hier jetzt die Balance elektronisch regeln kann. Auch das geht natürlich auch nach den vielen Jahren noch absolut perfekt. So, noch ein. So, das war ein zu viel. So, jetzt stimmt es wieder. Dann auf der Seite die einzelnen Eingänge. Ich habe also zwei Tape-Eingänge, ich habe einen Disk-Eingang, ich habe einen AUX-Eingang, einen Tuner-Eingang und selbstverständlich ist hier auch noch ein Seraphor-Verstärker in Photo. Und da kommt die Besonderheit, vom Werk aus ist zwar kein Moving Coil Verstärker vorgesehen, der müsste nachgerüstet werden, aber ich kann den Tonabnehmer mit drei verschiedenen Kapazitäten anpassen, einmal 150 Picofarad, dann 300 Picofarad und dann 450 Picofarad. Ein Klangregelnetzwerk ist auch vorhanden, das braucht man aber normalerweise nicht. Wenn ich hier auf Tonkontroll schalte, dann kann ich das hier verändern und ihr hört es, ich kann daran drehen, da knistert und knackt nichts nach 40 Jahren. So, normalerweise ist das aber bei guten Lautsprechern aus. Mono-Stereo-Umschaltung, selbstverständlich. Und hier auf der unteren Schiene sind die Umschaltungen für die Rekordausgänge. Ich kann also hier dann einzeln wählen, Tape Copy, Monitor, Tuner, Disk, Phono, AUX. Und ich habe auch noch einen Subsonic-Filter für den Plattenspieler. Also das Gerät ist roundabout mit einer Muting-Funktion auch noch ausgerüstet, mit sehr vielen Eingängen versehen für die damalige Zeit, also sehr üppig ausgestattet. Und ihr merkt, es funktioniert alles noch einwandfrei. Der hat jetzt bestimmt bei mir 3 Jahre im Lager gestanden. Es läuft. Ein bisschen schwierig ist und unverständlich ist das hier mit diesem Plexiglas-Deckel, das ist ganz primitiv gemacht, das wird nur eingesteckt und oftmals ist dieser Deckel ja defekt oder gar nicht vorhanden bei Geräten, die man noch so erwerben kann. Was mir in letzter Zeit auffällt, dass diese Verstärker von etwa 300-400 Euro auch defekt werden, sie immer, muss man immer noch 300 Euro anlegen, mittlerweile auf unglaubliche Höhen angestiegen sind. Ich war so überrascht, ich habe jetzt mal aus Spaß reingeguckt in die entsprechenden Börsen und es liegt mittlerweile so bei 700 bis 800 Euro. Es gibt auch sogenannte revisionierte mit neuer Verstärkerplatine, die liegen dann so bei 1200, 1400 Euro. Muss man wissen, ob man das investiert, ist aber, wenn man das gescheit instand setzt, hier nicht unbedingt erforderlich. Ja, die Geräte sind Dauerläufer und diese speziellen Fehler, die er hat, das sind nicht viele, aber die können doch schon ganz schön Ärger machen. Die kann man langzeitstabil beseitigen und dann hat man wirklich ein wunderbares Gerät, das viel Freude bereitet. Es sei denn, man ist ein Freak, der ständig Neues braucht und immer das Modernste und das Schönste und der sich an der Optik stört. Aber ich höre Musik, ich gucke keine Musik. Deshalb, das ist funktionell. Das Gerät ist abgekupfert aus einer professionellen Linie. Wie bekannt stammt das ja aus dem Hause Studer, die Firma Revox. Und über Willi Studer braucht man, glaube ich, in diesem Zusammenhang und seine Präzision kein Wort verlieren. Ja, das ist ein bisschen der Überblick, was das Gerät alles so kann. Es gibt eine Universalfernbedienung, die B201, mit der kann man den CD-Player, das Kassettendeck und den Vollverstärker und natürlich den Tuner betätigen. Diese Fernbedienungen sind recht rar, aber, und das kann ich auch nochmal zeigen im extra Video, gut reparabel, weil sie sind komplett auseinanderbaubar und instandsetzbar. Das ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich und vom Gehäuse her auch sehr robust ausgelegt. Okay, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick
ins Gerät selber. So sieht es von innen aus, sehr aufgeräumt, wie bei dieser Marke allgemein bekannt. In der Mitte zentral befindet sich die Leistungsendstufe mit diesem großen Headpipe-Kühlkörper. Ich werde das nochmal im Detail zeigen. Hier oben drauf die Rohstromeinstellung, darunter die Hauptplatine des Verstärkers und hier auf diesem Block, Alu-Block, sitzen alle Endstufentransistoren und werden durch die Headpipe zentral gekühlt. Zuschauer, die schon etwas länger sich mit Revox befassen, werden sehen, dass hier Hand angelegt wurde. Das erkennt man an den Kühlkörpern und auf den Treibertransistoren. Die sind nämlich nicht original, sondern das ist eine der Maßnahmen, die man für einen Langbetrieb dieses Gerätes treffen muss. Bitte an alle nochmal, diese Seite ist für Nicht-Elektrotechniker oder Leute, die unsicher sind im Bereich der Elektrotechnik und der hohen Spannung und Tabu. Hier herrscht Lebensgefahr, definitiv. Der Lade-Elko des Netzteils hier, der hat richtig Wumms. Nicht ohne Grund ist da der Hochspannungspfeil und das Ganze nochmal entsprechend abgedeckt und gesichert. Äußerste Vorsicht, nur daran gehen, wenn man weiß, was man tut. Ja. Das ist jetzt erstmal das Grobe, Netzteil, Leistungsverstärker, die Signalverarbeitung sitzt unten drunter unter einem Abschirmblech und hier oben sitzt der Prozessor mit seinem maskenprogrammierten Baustein und das ist ein bisschen ein Problem, den gibt es natürlich nur noch für exorbitante Preise bei Revox Original, aber da gibt es die Möglichkeit, ein Schrottgerät irgendwo zu kaufen und den daraus zu gewinnen, wenn er mal kaputt gehen sollte. Ich hatte den Fall allerdings noch nicht. Was am Prozessor kaputt geht, ist gerne das EEPROM, aber da komme ich dann später noch drauf, wenn wir uns das alles im Detail ansehen. Ich sehe gerade hier, habe ich noch keine Elko-Kur gemacht, sondern den habe ich so lange schon nicht im Betrieb, dass ich da gar nicht dran gegangen bin. Hier müsste noch die Elko-Kur gemacht werden. Die anderen Maßnahmen zur Langzeitstabilität habe ich ja, wie bereits gesagt, getroffen. Aber das gucken wir uns dann im nächsten Abschnitt alles im Detail an. So, und ich sehe gerade auf die Uhr, der Tatort läuft jetzt gehe ich ein bisschen Fernsehen gucken. So, ein bisschen Einführung in den B251. Die nächsten Teile folgen dann. Schauen wir mal, was ich euch dann noch so alles zeigen kann. Bis dahin, ciao.